Meine sehr verehrten Damen und Herren, von der Grundfrage der gegenwärtigen Gesellschaftsstruktur soll hier die Rede sein. Das klingt vielleicht ein wenig prätentiös. Die Frage ist formuliert in der spezifischen Gestalt Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft und dadurch ist sie ein wenig eingeschränkt und vielleicht auch ein wenig jener Prätention entkleidet. Immerhin könnte der mit dem Stand der sozialwissenschaftlichen Kontroverse nicht Vertraute auf den Verdacht geraten, es handle sich bei dieser Frage um einen Namensstreit. Fachleute seien von der eitlen Sorge geplagt, ob nun die gegenwärtige Phase das eine oder das andere sei oder ob sie besser das eine oder das andere zu nennen sei. In Wahrheit aber geht es nicht um Termini, sondern wirklich um inhaltlich Entscheidendes. Darum, ob noch das kapitalistische System nach seinem wie immer auch abgewandelten Modell herrsche oder ob die industrielle Entwicklung den Begriff des Kapitalismus selbst, den Unterschied zwischen kapitalistischen und nicht-kapitalistischen Staaten und gar die Kritik am Kapitalismus hinfällig gemacht habe. Mit anderen Worten, ob die heute innerhalb der Soziologie so weit verbreitete These, Marx sei veraltet, zutreffe. Dieser These zufolge ist die Welt so durch und durch von der ungeahnt entfalteten Technik bestimmt, dass demgegenüber das soziale Verhältnis, das einmal den Kapitalismus definierte, die Verwandlung lebendiger Arbeit in Ware und damit der Klassengegensatz an Relevanz einbüßte, wofern es nicht zum Aberglauben wurde. Dabei kann man sich auf unverkennbare Konvergenzen zwischen den technisch fortgeschrittensten Ländern, den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion beziehen. Nach Lebensstandard und Bewusstsein werden vollends in den maßgebenden westlichen Staaten Klassendifferenzen weit weniger sichtbar als in den Dezennien während und nach der industriellen Revolution. Prognosen der Klassentheorie wie die der Verelendung und des Zusammenbruchs sind nicht so drastisch eingetroffen, wie man sie verstehen muss, wenn sie nicht um ihren Gehalt gebracht werden sollen. Selbst wenn das bei Marx nicht eindeutige Gesetz von der sinkenden Profitrate systemimmanent sich bewahrheitet hätte, wäre zuzugeben, dass der Kapitalismus in sich selbst Quellen entdeckte, die den Zusammenbruch aufs Unbestimmte aufzuschieben gestatten. Ressourcen, unter denen fraglos die unermessliche Steigerung des technischen Potenzials und damit auch die allen Mitgliedern der hochindustrialisierten Länder zugutekommende Menge von Gebrauchsgütern obenan stehen. Zugleich zeigten angesichts jener technischen Entwicklung die Produktionsverhältnisse sich elastischer, als Marx ihnen zutraute. Die Kriterien des Klassenverhältnisses, welche die empirische Forschung solche der Social Stratification, der Schichtung nach Einkommen, Lebensstandard, Bildung zu nennen liebt, sind Verallgemeinerungen von Befunden an einzelnen Individuen. Insofern dürfen sie subjektiv heißen. Demgegenüber war der ältere Klassenbegriff objektiv gemeint, unabhängig von Indizes, die unmittelbar am Leben der Subjekte gewonnen sind, wie sehr im Übrigen auch diese indirekt soziale Objektivitäten ausdrücken.
Die marxische Theorie beruhte auf der Stellung von Unternehmen und Arbeitern im Produktionsprozess, letztlich auf der Verfügung über die Produktionsmittel. In den augenblicklich vorherrschenden Strömungen der Soziologie wird dieser Ausgang weithin als dogmatisch abgelehnt. Der Streit ist theoretisch rational auszutragen, nicht allein durch Präsentation von Fakten, die zwar ihrerseits vielfach zur Kritik beitragen, der kritischen Theorie zufolge jedoch vielfach ebenso die Struktur verdecken. Auch die Opponenten der Dialektik sind nicht länger gewillt, eine Theorie unabsehbar zu vertagen, welche dem eigentlichen Interesse der Soziologie Rechnung trüge. Die Kontroverse ist wesentlich eine über die Deutung, es sei denn, man verbanne das Verlangen eben danach, selber in die Vorhölle des Außerwissenschaftlichen oder, wie man neuerdings zu sagen beliebt, in die Hölle der Theologie. Eine dialektische Theorie der Gesellschaft befasst sich mit den Strukturgesetzen, welche die Fakten bedingen, in ihnen sich offenbaren und von ihnen modifiziert werden. Unter Strukturgesetzen versteht die dialektische Theorie Tendenzen, die mehr oder minder zwingend aus historischen Konstituenzien des Gesamtsystems folgen. Marxische Modelle dafür waren Wertgesetz, Gesetze der Akkumulation, Zusammenbruchsgesetz. Nicht meint die dialektische Theorie mit Struktur Ordnungsschemata, in die soziologische Befunde möglichst vollständig, kontinuierlich und widerspruchslos sich eintragen lassen. Nicht meint sie Systematisierungen also, sondern das den Prozeduren und Daten wissenschaftlicher Erkenntnis vorgeordnete System der Gesellschaft. Eine solche Theorie darf am letzten den Fakten sich entziehen. Sie darf nicht nach einem Thema probandum sie zurechtbiegen. Sonst fiele sie tatsächlich in Dogmatismus zurück und wiederholte durch den Gedanken, was die verfestigte Macht durch das Instrument des Diamat verübte, stellte still, was dem eigenen Begriff nach anders nicht, denn als Bewegtes gedacht werden kann. Dem Fetischismus der Fakten korrespondiert eine der objektiven Gesetze. Dialektik, die mit der schmerzhaften Erfahrung, von deren realer Vorherrschaft sich vollgesogen hat, verherrlicht nicht diese Gesetze, sondern kritisiert sie ebenso wie den Schein, das Einzelne und Konkrete bestimme bereits den Weltlauf. Wahrscheinlich ist unter dessen Bann das Einzelne und Konkrete überhaupt noch nicht. Durch das Wort Pluralismus wird die Utopie supponiert, als bereits daseiend unterstellt, und das Wort Pluralismus dient insofern der Beschwichtigung. Darum jedoch darf die dialektische Theorie, die sich selbst kritisch reflektiert, nicht ihrerseits im Medium des Allgemeinen häuslich sich einrichten. Aus jenem Medium auszubrechen, ist gerade ihre Absicht. Auch sie ist nicht gefeit vor falscher Trennung von nachdrücklichem Denken und empirischer Forschung. Vor nicht langer Zeit hat ein russischer Intellektueller von beträchtlichem Einfluss mir erklärt, in der Sowjetunion sei Soziologie doch eine neue Wissenschaft. Er meinte damit die empirische,
nämlich dass diese mit der in seinem Land als Staatsreligion approbierten Lehre von der Gesellschaft etwas zu tun haben könnte, war ihm nicht mehr gegenwärtig und ebenso wenig, wie das Marx Enquêten durchführte. Verdinglichtes Bewusstsein endet nicht dort, wo der Begriff der Verdinglichung einen Ehrenplatz besetzt. Das Schwadronieren über Begriffe wie der Imperialismus oder das Monopol, ohne Rücksicht darauf, was diesen Worten an Sachverhalten entspricht oder möglicherweise nicht entspricht, ist so falsch, so irrational wie eine Verhaltensweise, die ihrer blind-nominalistischen Vorstellung vom Sachverhalt zuliebe, sich dagegen sperrt, dass es die Objektivität von Begriffen wie Tauschgesellschaft überhaupt gibt, einen Zwang des Allgemeinen hinter den Sachverhalten, der keineswegs stets zureichend in operationell definierte Sachverhalte sich übersetzen lässt. Beidem ist entgegenzuarbeiten. Insofern bezeugt die Thematik Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft, von der ich ausging, die methodologische Absicht von Selbstkritik aus Freiheit. Eine schlichte Antwort auf die Frage, die in jener Thematik liegt, kann weder erwartet noch eigentlich gesucht werden. Alternativen, die erzwingen, man müsse für die eine oder andere Bestimmung optieren, wäre es auch bloß theoretisch, solche Alternativen, meine Damen und Herren, sind selber bereits Zwangssituationen, denen in einer unfreien Gesellschaft nachgebildet und dann auf den Geist übertragen, an dem es doch wäre, zur Brechung von Unfreiheit durch ihre hartnäckige Reflexion zu tun, was er kann. Vollends, der Dialektiker, darf zur bündigen Disjunktion von Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft nicht sich nötigen lassen, so wenig er auch an unverbindlichem einerseits andererseits sein Genüge haben wird. Vor Simplifizierung muss er sich wider Brechts Ratschlag erst recht hüten, weil die eingeschliffene Denkgewohnheit ihm die eingeschliffene Antwort ebenso suggeriert, wie seinen Opponenten die entgegengesetzte Antwort leicht fällt. Wer die Erfahrung des Vorrangs der Struktur über die Sachverhalte sich nicht verbauen lässt, der wird nicht, wie meist seine Gegner, Widersprüche vorweg als solche der Methode, als Denkfehler abwerten und sie durch die Einstimmigkeit der wissenschaftlichen Systematik zu beseitigen trachten. Stattdessen wird er sie in die Struktur zurückverfolgen, die antagonistisch war, seit es Gesellschaft im nachdrücklichen Sinn gibt und die es blieb, so wie die außenpolitischen Konflikte und die permanente Möglichkeit der Kriegskatastrophe seit jüngstem zunehmend auch wieder innerökonomische Vorgänge krass demonstrieren. Das verkennt ein Alternativdenken, das die formal-logische Widerspruchslosigkeit ungebrochen auf das Zudenkende projiziert. Nicht ist nach wissenschaftlichem Standpunkt oder Geschmack zu wählen zwischen den beiden Formeln, sondern ihr Verhältnis seinerseits drückt den Widerspruch aus, der die gegenwärtige Phase kennzeichnet und den theoretisch zu artikulieren der Soziologie geziemt. Widerspruchsvoll ist das Verhältnis mancher Prognosen der dialektischen Theorie zueinander. Einige erfüllen sich schlechterdings nicht.
Gewisse theoretisch-analytische Kategorien führen mittlerweile zu Aporien, die nur höchst künstlich aus der Welt gedacht werden können. Andere Voraussagen jedoch, ursprünglich mit jenen eng verwachsen, haben schlagend sich bestätigt. Auch wer in Prognosen nicht den Sinn von Theorie erblickt, wird angesichts des Anspruchs der Dialektischen nicht dabei sich bescheiden, sie sei teils wahr, teils falsch. Jene Divergenzen bedürfen ihrerseits der theoretischen Erklärung. Das von einem proletarischen Klassenbewusstsein in den maßgebenden kapitalistischen Ländern nicht kann gesprochen werden, widerlegt nicht an sich, im Gegensatz zur öffentlichen Meinung, die Existenz von Klassen. Klasse war durch die Stellung zu den Produktionsmitteln bestimmt, nicht durchs Bewusstsein ihrer Angehörigen. An plausiblen Gründen für den Mangel an Klassenbewusstsein fehlt es nicht, dass die Arbeiter nicht weiter verelendeten, dass sie zunehmend in die bürgerliche Gesellschaft und in ihre Anschauungen integriert wurden, wie es während und unmittelbar nach der industriellen Revolution, als das Industrieproletariat aus den Paupers sich rekrutierte und halb exterritorial zur Gesellschaft stand, nicht sich hätte voraussehen lassen. Nicht schafft gesellschaftliches Sein unmittelbar Klassenbewusstsein. Ohne dass die Massen, und zwar gerade wegen ihrer gerühmten sozialen Integration, ihr gesellschaftliches Schicksal mehr in der Hand hätten als vor 120 Jahren, entraten sie nicht nur der Klassensolidarität, sondern des vollen Bewusstseins dessen, dass sie Objekte, nicht Subjekte des gesellschaftlichen Prozesses sind, den sie doch als Subjekte in Gang halten. Klassenbewusstsein, von dem der marxischen Theorie zufolge der qualitative Sprung abhängen sollte, war ihm zufolge zugleich ein Epiphänomen. Wenn jedoch in den fürs Klassenverhältnis prototypischen Ländern über lange Zeiträume hin überhaupt kein Klassenbewusstsein mehr aufkommt, wenn die Frage nach dem Proletariat zum Vexierbild wird, so schlägt Quantität in Qualität um und der Verdacht von Begriffsmythologie ist allenfalls durchs Dekret zu unterdrücken, nicht aber für den Gedanken zu beseitigen. Die Entwicklung ist schwer vom Kernstück der marxischen Lehre, der Theorie über den Mehrwert, zu trennen. Sie sollte das Klassenverhältnis und das Anwachsen des Klassenantagonismus objektiv ökonomisch erklären. Sinkt aber durch den Umfang des technischen Fortschritts, tatsächlich also durch Industrialisierung, der Anteil der lebendigen Arbeit, aus der seinem Begriff nach allein der Mehrwert
nämlich Mehrwert der Arbeit, fließt, tendenziell bis zu einem Grenzwert, so wird davon jenes Kernstück, die Mehrwerttheorie, affiziert. Der gegenwärtige Mangel an einer objektiven Werttheorie ist nicht nur vom Ansatz der akademisch heute allerdings fast allein akzeptierten Schulökonomie bedingt. Er weist zurück auf die prohibitive Schwierigkeit, die Bildung von Klassen ohne Mehrwerttheorie objektiv zu begründen. Den Nichtökonomen, als den ich mich bekennen muss, will es bedünken, dass auch die sogenannten neomarxistischen Theorien ihre Lücken in der Behandlung der konstitutiven Probleme mit Brocken aus der subjektiven Ökonomie zuzustopfen versuchen. Verantwortlich dafür ist gewiss nicht allein Schwächung des theoretischen Vermögens. Denkbar, dass die gegenwärtige Gesellschaft einer in sich kohärenten Theorie entschlüpft. Marx hatte es insofern leichter, als ihm in der Wissenschaft das durchgebildete System des Liberalismus vorlag. Er konnte noch an das Modell des Kapitalismus sich halten und fragen, ob dieser in seinen eigenen dynamischen Kategorien jenem Modell entspricht, um in bestimmter Negation des ihm vorgegebenen theoretischen Systems eine ihrerseits systemähnliche Theorie hervorzubringen. Unterdessen ist die Marktökonomie so durchlöchert, dass sie jeglicher solchen Konfrontation spottet. Die Irrationalität der gegenwärtigen Gesellschaftsstruktur verhindert ihre rationale Entfaltung in der Theorie. Die Perspektive, dass die Lenkung der ökonomischen Prozesse an die politische Macht übergeht, folgt zwar aus der deduziblen Dynamik des Systems, ist aber zugleich eine zu objektiver Irrationalität hin. Das nicht wissenschaftlicher Dogmatismus ihrer Anhänger dürfte erklären helfen, warum es längst zu keiner überzeugenden objektiven Gesellschaftstheorie mehr kam. Unter diesem Aspekt wäre der Verzicht auf eine solche kein kritischer Fortschritt wissenschaftlichen Geistes, sondern Ausdruck zwangshafter Resignation. Parallel zur Rückbildung der Gesellschaft läuft eine des Denkens über sie. Dem indessen, meine Damen und Herren, stehen nicht weniger drastische Fakten entgegen, die ihrerseits wieder nur gewaltsam und willkürlich, ohne Verwendung des Schlüsselbegriffs Kapitalismus, zu interpretieren sind. Weiter wird Herrschaft über Menschen ausgeübt durch den ökonomischen Prozess hindurch.
dessen Objekte sind längst nicht mehr nur die Massen, sondern auch die Verfügenden. Der alten Theorie gemäß wurden sie weithin zu Funktionen ihres eigenen Produktionsapparats. Die viel diskutierte Frage nach der Managerial Revolution, nach dem angeblichen Übergang der Herrschaft von den juridischen Eigentümern an die Bürokratie, ist demgegenüber sekundär. Jener Prozess produziert und reproduziert nach wie vor, wenn schon nicht die Klassen so, wie sie in Solas Germinal dargestellt sind, zumindest eine Struktur, welche der Antisozialist Nietzsche mit der Formel »Kein Hirt und eine Herde« vorwegnahm. In ihr aber birgt sich, was er nicht sehen wollte, die alte, nur anonym gewordene gesellschaftliche Unterdrückung. Hat schon die Verelendungstheorie nicht à la lettre sich bewahrheitet, so doch in dem nicht weniger beängstigenden Sinn, dass Unfreiheit, Abhängigkeit von einer dem Bewusstsein derer, die sie bedienen, entlaufenen Apparatur universal über die Menschen sich ausbreitet. Die allbeklagte Unmündigkeit der Massen ist nur der Reflex darauf, dass sie so wenig wie je autonome Meister ihres Lebens sind. Wie im Mythos widerfährt es ihnen als Schicksal. Empirische Untersuchungen verweisen überdies darauf, dass auch subjektiv ihrem Realitätsbewusstsein nach die Klassen keineswegs so nivelliert sind, wie man es zu Zeiten vermutete. Selbst die Imperialismustheorien sind mit dem erzwungenen Verzicht der großen Mächte auf Kolonien nicht bloß veraltet. Der Prozess, den die Imperialismustheorien meinten, setzt sich fort in dem Antagonismus der monströsen Machtblöcke. Die angeblich überholte Lehre von den gesellschaftlichen Antagonismen mit dem Endstadium des Zusammenbruchs wird von den politischen unmäßig überboten. Ob und in welchem Maß das Klassenverhältnis umgelegt ward auf das politische zwischen den führenden Industrienationen und den ehemals Kolonialen. In Kategorien der kritisch-dialektischen Theorie möchte ich als erste und notwendig abstrakte Antwort vorschlagen, dass die gegenwärtige Gesellschaft durchaus Industriegesellschaft ist, nach dem Stand ihrer Produktivkräfte. Industrielle Arbeit ist überall und über alle Grenzen der politischen Systeme hinaus zum Muster der Gesellschaft geworden. Zur Totalität entwickelt sie sich dadurch, dass Verfahrensweisen, die den Industriellen sich anähneln, ökonomisch zwangsläufig sich auch auf Bereiche außerhalb der materiellen Produktion, auf Verwaltung, auf die Distributionssphäre und die, welche sich Kultur nennt, ausdehnen. Demgegenüber ist die Gesellschaft Kapitalismus in ihren Produktionsverhältnissen. Stets noch sind die Menschen, was sie nach der marxischen Analyse um die Mitte des 19. Jahrhunderts waren, Anhängsel an die Maschinerie, nicht mehr bloß buchstäblich die Arbeiter, welche nach der Beschaffenheit der Maschinen sich einzurichten haben, die sie bedienen, sondern weit darüber hinaus, metaphorisch bis in ihre intimsten Regungen hinein, genötigt, dem Gesellschaftsmechanismus als Rollenträger sich einzuordnen und ohne Reservat nach ihm sich zu modeln. Produziert wird heute wie ehedem, um des Profits willen. Weit über alles, zur Zeit von Marx absehbare hinaus, sind die Bedürfnisse zu Funktionen des Produktionsapparats geworden, nicht umgekehrt. Zwar werden in dieser Verwandlung fixiert und dem Interesse des Apparats angepasst, die Bedürfnisse der Menschen mitgeschleppt, auf welche dann jeweils der Apparat mit Effekt sich berufen kann. Aber
Die Gebrauchswertseite der Waren hat unterdessen ihre letzte naturwüchsige Selbstverständlichkeit eingebüßt. Nicht nur werden die Bedürfnisse bloß indirekt über den Tauschwert befriedigt, sondern in wirtschaftlich relevanten Sektoren vom Profitinteresse selber erst hervorgebracht, wie es in Ansätzen übrigens stets der Fall war. Und zwar geht das nun, und das ist vielleicht das Neue dabei, auf Kosten objektiver Bedürfnisse der Konsumenten, wie der nach zureichenden Wohnungen, vollends nach Bildung und Information über die wichtigsten sie betreffenden Vorgänge. Im Bereich des nicht zur nackten Lebenserhaltung Notwendigen werden tendenziell die Tauschwerte als solche abgelöst genossen, ein Phänomen, das in der empirischen Soziologie unter Termini wie Statussymbol und Prestige auftritt, ohne damit objektiv begriffen zu sein. In den hochindustrialisierten Gebieten der Erde hat man, solange nicht doch trotz Keynes erneute ökonomische Naturkatastrophen sich ereignen, gelernt, allzu sichtbarer Armut vorzubeugen, wenngleich nicht in dem Umfang, in dem die These von der Affluent Society es versichert. Der Bann jedoch, den das System über die Menschen ausübt, hat, soweit solche Vergleiche sinnvoll angestellt werden können, durch die Integration sich verstärkt. Unleugbar dabei, dass in der zunehmenden Befriedigung der materiellen Bedürfnisse trotz ihrer vom Apparat verformten Gestalt auch unvergleichlich viel konkreter die Möglichkeit von Leben ohne Not sich abzeichnet. Auch in den ärmsten Ländern brauchte keiner mehr zu hungern. Dass trotz allem die Hülle vom Bewusstsein des Möglichen dünn geworden ist, dafür spricht der panische Schrecken, den Formen gesellschaftlicher Aufklärung erregen, die im offiziellen Kommunikationssystem nicht eingeplant sind. Was Marx und Engels, die eine menschenwürdige Einrichtung der Gesellschaft wollten, noch als Utopie anprangerten, welche eine solche Einrichtung bloß sabotiere, das wurde zur handgreiflichen Möglichkeit. Kritik an der Utopie ist heute selbst in den ideologischen Vorrat hinabgesunken, während gleichzeitig der Triumph der technischen Produktivkräfte dazu taugt, vorzuspiegeln, die Utopie, unvereinbar mit den Produktionsverhältnissen, sei in deren Rahmen bereits verwirklicht. Aber die Widersprüche in ihrer neuen international-politischen Qualität, so das Wettrüsten von Ost und West, machen, was möglich wäre, zugleich unmöglich. Das zu durchschauen freilich verlangt, dass man nicht, wozu Kritik stets wieder sich verleiten lässt, der Technik, also den Produktivkräften, die Schuld aufbürdet und eine Art Maschinenstürmerei
auf erweiterter Stufenleiter theoretisch betreibt. Nicht die Technik ist das Verhängnis, sondern ihre Verfilzung mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, von denen sie umklammert wird. Erinnert sei nur daran, dass die Rücksicht auf das Profitinteresse die technische Entwicklung eng kanalisierte. Sie stimmt einstweilen fatal mit Kontroll- und Herrschaftsbedürfnissen zusammen. Nicht umsonst ist die Erfindung von Zerstörungsmitteln zum Prototyp der neuen Qualität von Technik geworden. Demgegenüber verkümmerten diejenigen ihrer Potenziale, die von Herrschaft, Zentralismus, Gewalt gegen die Natur sich entfernen und die es wohl auch gestatten würden, viel von dem zu heilen, was wörtlich und bildlich von der Technik beschädigt ist. Die gegenwärtige Gesellschaft weist, trotz aller Beteuerungen des Gegenteils, ihrer Dynamik, des Anwachsens der Produktion, statische Aspekte auf. Sie rechnen den Produktionsverhältnissen zu. Diese sind nicht länger mehr allein solche des Eigentums, sondern der Administration, bis hinauf zur Rolle des Staats als des Gesamtkapitalisten. Indem ihre Rationalisierung der technischen Rationalität, den Produktivkräften, sich anähnelt, sind sie fraglos flexibler geworden. Dadurch wird der Schein erweckt, das universale Interesse sei nur noch das am Status quo und Vollbeschäftigung das Ideal, nicht das an der Befreiung von heteronomer Arbeit. Aber der Zustand, außenpolitisch ohnehin äußerst labil, ist bloße temporäre Balance, die Resultante von Kräften, deren Spannung ihn zu zerreißen droht. Innerhalb der herrschenden Produktionsverhältnisse ist die Menschheit virtuell ihre eigene Reservearmee und wird durchgefüttert. Allzu optimistisch war die Erwartung von Marx, geschichtlich sei ein Primat der Produktivkräfte garantiert, der notwendig die Produktionsverhältnisse sprenge. Insofern blieb Marx der geschworene Feind des deutschen Idealismus, dessen affirmative Geschichtskonstruktion treu. Vertrauen auf den Weltgeist kann der Rechtfertigung jener Weltordnung zugute, die der 11. Feuerbach-These zufolge nicht länger interpretiert, sondern verändert werden sollte. Die Produktionsverhältnisse haben um ihrer schieren Selbsterhaltung willen durch Flickwerk und partikulare Maßnahmen die losgelassenen Produktivkräfte weiterhin sich unterworfen. Signatur des Zeitalters ist die Präponderanz der Produktionsverhältnisse über die gleichen Produktivkräfte, die doch längst der Verhältnisse spotten. Dass der verlängerte Arm der Menschheit zu fernen und leeren Planeten reicht, dass sie es aber nicht vermag, auf dem eigenen, den ewigen Frieden zu stiften, bringt das Absurdum, auf welches die gesellschaftliche Dialektik sich hinbewegt, nach außen. Dass es anders ging als die Hoffnung, ist nicht zuletzt verursacht davon, dass die Gesellschaft die von Veblen sogenannte Underlying Population, die unterliegende Bevölkerung, sich einverleibte. Nur der dürfte das ungeschehen wünschen, der das Glück des Ganzen abstrakt über das der lebendigen Einzelwesen stellt. Jene Entwicklung hing ihrerseits wiederum ab von der Produktivkräfte. Sie war aber nicht identisch mit deren Vorrang über die Produktionsverhältnisse. Er war nie mechanisch vorzustellen. Seine Realisierung hätte der Spontaneität derer bedurft, die an der Veränderung der Verhältnisse interessiert sind, und ihre Zahl hat das eigentliche Industrieproletariat unterdessen um ein Vielfaches überflügelt.
Objektives Interesse und subjektive Spontaneität klaffen auseinander. Diese verkümmerte unter der disproportionalen Übermacht des Gegebenen. Der Satz von Marx, dass auch die Theorie zur realen Gewalt wird, sobald sie die Massen ergreift, wurde vom Weltlauf auf den Kopf gestellt. Verhindert die Einrichtung der Gesellschaft, automatisch oder planvoll, durch Kultur- und Bewusstseinsindustrie und durch Meinungsmonopole, die einfachste Kenntnis und Erfahrung der bedrohlichsten Vorgänge und der wesentlichen kritischen Ideen und Theoreme, lähmt sie weit darüber hinaus die bloße Fähigkeit, die Welt konkret anders sich vorzustellen, als sie überwältigend denen erscheint, aus denen sie besteht, so wird der fixierte und manipulierte Geisteszustand ebenso zur realen Gewalt, der von Unterdrückung, wie einmal deren Gegenteil, der freie Geist, diese beseitigen wollte. Dagegen suggeriert der Terminus Industriegesellschaft in gewissem Sinn, es gelte das technokratische Moment von Marx, den sie aus der Welt wegbeweisen möchten, unmittelbar in ihr, als folgte das Wesen der Gesellschaft geradeswegs aus dem Stand der Produktivkräfte, unabhängig von deren gesellschaftlichen Bedingungen. Erstaunlich, wie wenig von diesen Bedingungen in der etablierten Soziologie eigentlich die Rede ist, wie wenig sie analysiert werden. Das Beste, das keineswegs das Beste zu sein braucht, wird vergessen, die Totalität, in Hegelscher Sprache, der alles durchdringende Äther der Gesellschaft. Der jedoch ist alles andere als ätherisch. Vielmehr das allerwirklichste Sein, das Ens Realissimum. Soweit er abstrakt dünkt, ist seine Abstraktheit nicht schuld spintisierenden, eigensinnigen und tatsachenfremden Denkens, sondern des Tauschverhältnisses der objektiven Abstraktion, welcher der gesellschaftliche Lebensprozess gehorcht. Die Gewalt jenes Abstraktums über die Menschen ist leibhaftiger als die einer jeden einzelnen Institution, die stillschweigend vorweg nach dem Schema sich konstituiert und es den Menschen einbläut. Die Ohnmacht, welche das Individuum angesichts des Ganzen erfährt, ist dafür der drastische Ausdruck. In der Soziologie freilich nehmen, gemäß ihrem umfangslogisch-klassifikatorischen Wesen, die tragenden gesellschaftlichen Verhältnisse, die sozialen Bedingungen der Produktion weit dünner sich aus als jenes konkret Allgemeine. Sie werden neutralisiert zu Begriffen wie Macht oder soziale Kontrolle. In solchen Kategorien verschwindet der Stachel und damit möchte man sagen, das eigentlich Soziale an der Gesellschaft, das, was ich zu Eingang ihre Struktur nannte. Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse einfach polar einander zu kontrastieren, stünde am wenigsten einer dialektischen Theorie an. Sie sind wechselseitig ineinander verschränkt. Eben das verleitet dazu, auf die Produktivkräfte blank zu rekurrieren, wo die mehr als je sind die Produktivkräfte durch die Produktionsverhältnisse vermittelt, so vollständig vielleicht, dass diese eben darum als das Wesen erscheinen. Sie sind vollends zur zweiten Natur geworden. Sie sind dafür verantwortlich, dass in ihrem Widerspruch zum Möglichen die Menschen in großen Teilen der Erde darben müssen. Selbst wo Fülle an Gütern herrscht, ist diese wie unter einem Fluch. Das Bedürfnis, das zum Schein hin tendiert, steckt die Güter mit seinem Scheincharakter an. Objektiv richtige und falsche Bedürfnisse ließen recht wohl sich unterscheiden,
so wenig daraus auch irgendwo in der Welt ein Recht auf bürokratische Reglementierung abgeleitet werden dürfte. In den Bedürfnissen steckt zum Guten und Schlechten immer schon die gesamte Gesellschaft. Sie mögen für Markterhebungen das Nächste sein, nicht sind sie an sich das Erste, wofern es so etwas überhaupt gibt. Über richtiges und falsches Bedürfnis wäre gemäß der Einsicht in die Struktur der Gesamtgesellschaft samt all ihren Vermittlungen zu urteilen. Das Fiktive, das alle Bedürfnisbefriedigung heute verunstaltet, wird unbewusst, fraglos wahrgenommen. Es trägt wohl zum gegenwärtigen Unbehagen in der Kultur bei. Wichtiger dafür als selbst das fast undurchdringliche Quid pro quo von Bedürfnis, Befriedigung und Profitinteresse ist die unentwegt fortdauernde Bedrohung des einen Bedürfnisses, von dem alle anderen erst abhängen, des Interesses am einfachen Überleben. Eingeschlossen von einem Horizont, in dem jeden Augenblick die Bombe fallen kann, hat noch das üppigste Angebot an Konsumgütern etwas von Hohn. Die internationalen Antagonismen aber, die zum jetzt erst wahrhaft totalen Krieg hin sich steigern, stehen in flagrantem Zusammenhang mit den Produktionsverhältnissen im wörtlichsten Verstande. Diese könnten schwerlich ohne die unabsehbare Erschütterung erneuter Wirtschaftskrisen so hartnäckig sich behaupten, würde nicht ein bestürzend großer Teil des Sozialprodukts, der sonst keinen Markt mehr fände, für die Herstellung von Zerstörungsmitteln abgezweigt. In der Sowjetunion trägt trotz der Beseitigung der Marktwirtschaft dasselbe sich zu. Die ökonomischen Gründe dafür sind ersichtlich. Das Verlangen nach rascher Produktionssteigerung in dem zurückgebliebenen Land zeitigte diktatorisch straffe Administration. Aus der Entfesselung der Produktivkräfte entsprangen erneut fesselnde Produktionsverhältnisse. Produktion wurde zum Selbstzweck und verhinderte den Zweck, die ungeschmälert realisierte Freiheit. Satanisch wird unter beiden Systemen der bürgerliche Begriff gesellschaftlich nützlicher Arbeit parodiert, der auf dem Markt am Profit sich auswies, nie an durchsichtiger Nützlichkeit für die Menschen selbst oder gar an ihrem Glück. Solche Herrschaft der Produktionsverhältnisse über die Menschen setzt abermals den Entwicklungsstand der Produktivkräfte voraus. Daher die Schwierigkeit, dass man, während beides zu unterscheiden bleibt, wenn man das Verhexte des Zustands irgend begreifen will, zum Verständnis des einen stets des anderen bedarf. Die Überproduktion, die auf jene Expansion drängte, durch die das scheinbar subjektive Bedürfnis eingefangen und substituiert worden ist, wird von einem technischen Apparat ausgespien, der so weit sich verselbstständigt hat, dass er unterhalb eines gewissen Produktionsvolumens irrational, nämlich unrentabel wurde. Sie wird also von den Verhältnissen notwendig bedingt. Einzig in der Aussicht auf totale Vernichtung haben die Produktionsverhältnisse nicht die Produktivkräfte gefesselt. Die dirigistischen Methoden jedoch, mit denen trotz allem die Massen bei der Stange gehalten werden, setzen jene Konzentration und Zentralisation voraus, die nicht nur ihre ökonomische Seite hat, sondern ebenso, wie an den Massenmedien zu erkennen ist, ihre technologische. Dass es möglich wurde, von wenigen Punkten aus das Bewusstsein ungezählter, allein schon durch Auswahl und Präsentation von Nachricht und Kommentar gleichzuschalten. Die Macht der Produktionsverhältnisse, die nicht umgewälzt wurden, ist größer als je.
aber zugleich sind sie, als objektiv anachronistisch, aller Orten erkrankt, beschädigt, durchlöchert. Sie funktionieren nicht mehr selbsttätig. Der wirtschaftliche Interventionismus ist nicht, wie die ältere liberale Schule meint, systemfremd aufgepfropft, sondern systemimmanent, Inbegriff von Selbstverteidigung. Nichts könnte den Begriff von Dialektik schlagender erläutern. Analog wurde einst von der Hegelschen Rechtsphilosophie, in der bürgerliche Ideologie und Dialektik der bürgerlichen Gesellschaft so tief ineinander sind, der von außen angeblich jenseits des gesellschaftlichen Kräftespiels intervenierende, die Antagonismen mit polizeilicher Hilfe mildernde Staat von der immanenten Dialektik der Gesellschaft selbst herbeizitiert, die sonst, Hegel zufolge, sich desintegrierte. Die Invasion des nicht systemimmanenten ist zugleich auch ein Stück immanenter Dialektik, so wie am entgegengesetzten Pol Marx die Umwälzung der Produktionsverhältnisse als ein vom Gang der Geschichte erzwungenes und dennoch nur durch eine von der Geschlossenheit des Systems qualitativ verschiedene Aktion herbeizuführendes dachte. Wird aber aufgrund von Interventionismus und längst weit darüber hinaus von Großplanung argumentiert, der Spätkapitalismus sei der Anarchie der Warenproduktion entrückt und darum kein Kapitalismus mehr, so ist zu erwidern, dass das gesellschaftliche Schicksal des Einzelnen für diesen so zufällig ist wie nur je. Das Kapitalismusmodell selbst hat nie so rein gegolten, wie die liberale Apologie es unterstellt. Es war bereits bei Marx Ideologiekritik, sollte dartun, wie wenig der Begriff, den die bürgerliche Gesellschaft von sich selbst hegte, mit der Realität sich deckte. Nicht enträt es der Ironie, dass gerade dies kritische Motiv, dass der Liberalismus in seinen besten Zeiten keiner war, heute umfunktioniert wird zugunsten der These, der Kapitalismus sei eigentlich keiner mehr. Auch das indiziert einen Umschlag. Was von je an der bürgerlichen Gesellschaft gegenüber der Ratio des freien und gerechten Tauschs und zwar infolge von dessen eigenen Implikationen irrational, unfrei und ungerecht war, hat derart sich gesteigert, dass ihr Modell zerbröckelt. Eben das wird dann von dem Zustand, dessen Integration zum Deckbild von Desintegration sich wandelte, als Aktivposten verbucht. Das Systemfremde enthüllt sich als Konstituenz des Systems bis in die politische Tendenz hinein. Im Interventionismus hat die Resistenzkraft des Systems, indirekt aber auch die Zusammenbruchstheorie, sich bestätigt, der Übergang zu Herrschaft unabhängig vom Marktmechanismus ist das, worauf dieser hinsteuert. Das Wort von der formierten Gesellschaft hat das unvorsichtig ausgeplaudert. Solche Rückbildung des liberalen Kapitalismus hat ihr Korrelat an der Rückbildung des Bewusstseins, einer Regression der Menschen hinter die objektive Möglichkeit, die ihnen heute offen wäre. Die Menschen büßen die Eigenschaften ein, die sie nicht mehr brauchen und die sie nur behindern. Der Kern von Individuation beginnt zu zerfallen. Erst in jüngster Zeit werden Spuren einer Gegentendenz gerade in verschiedensten Gruppen der Jugend sichtbar. Widerstand gegen blinde Anpassung, Freiheit zu rational und autonom gewählten Zielen, Eingedenken der Möglichkeit von Veränderung. Ob demgegenüber der gesellschaftlich sich steigernde Destruktionstrieb doch triumphiert, wird sich weisen. Subjektive Regression begünstigt wiederum die Rückbildung des Systems. Weil es,
um einen Ausdruck von Merton anders als an Ort und Stelle anzuwenden, dysfunktional ward, hat das Bewusstsein der Massen ihm dadurch sich gleichgemacht, dass es zunehmend jener Rationalität des festen, identischen Ichs sich entschlug, die noch im Begriff einer funktionalen Gesellschaft impliziert war. Meine Damen und Herren, ich bin am Ende. Dass Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse heute eines seien und man deshalb die Gesellschaft umstandslos von den Produktivkräften her konstruieren könne, ist die aktuelle Gestalt gesellschaftlich notwendigen Scheins. Gesellschaftlich notwendig ist er, weil tatsächlich früher voneinander getrennte Momente des gesellschaftlichen Prozesses die lebenden Menschen inbegriffen auf eine Art Generalnenner gebracht werden. Materielle Produktion, Verteilung, Konsum werden gemeinsam verwaltet. Ihre Grenzen, die einmal innerhalb des Gesamtprozesses, dessen aufeinander bezogene Sphären doch auch voneinander schieden, verfließen. Die Totalität der Vermittlungsprozesse in Wahrheit des Tauschprinzips produziert zweite, trügerische Unmittelbarkeit. Sie erlaubt es, womöglich das Trennende und Antagonistische wieder den eigenen Augenschein zu vergessen oder aus dem Bewusstsein zu verdrängen. Schein aber ist dies Bewusstsein von der Gesellschaft, weil es zwar der technologischen und organisatorischen Vereinheitlichung Rechnung trägt, davon jedoch absieht, dass diese Vereinheitlichung nicht in ihrer Rationalität sich erschöpft, sondern blinde, irrationaler Gesetzmäßigkeit untergeordnet bleibt. Kein gesellschaftliches Gesamtsubjekt existiert. Der Schein wäre auf die Formel zu bringen, dass alles gesellschaftlich Daseiende heute so vollständig in sich vermittelt ist, dass eben das Moment der Vermittlung durch seine Totalität verstellt wird. Kein Standort außerhalb des Getriebes lässt sich mehr beziehen, von dem aus der Spuk mit Namen zu nennen wäre. Nur an seiner eigenen Unstimmigkeit ist der Hebel anzusetzen. Das meinten Horkheimer und ich vor Jahrzehnten mit dem Begriff des technologischen Schleiers. Die falsche Identität zwischen der Einrichtung der Welt und ihren Bewohnern durch die totale Expansion der Technik läuft auf die Bestätigung der Produktionsverhältnisse hinaus, die unangefochten weiter bestehen, obwohl man mittlerweile nach ihren Nutznießern fast ebenso vergeblich forscht, wie die Proletarier unsichtbar geworden sind. Die Verselbstständigung des Systems gegenüber allen, auch den Verfügenden, hat einen Grenzwert erreicht. Sie ist zu jener Fatalität geworden, die in der allgegenwärtigen, nach Freuds Wort, frei flutenden Angst ihren Ausdruck findet. Frei flutend, weil sie an keine Lebendigen, an Personen nicht und nicht an Klassen sich länger zu heften vermag. Verselbstständigt aber haben sich am Ende doch nur die unter den Produktionsverhältnissen vergrabenen Beziehungen zwischen Menschen. Deshalb bleibt die übermächtige Ordnung der Dinge zugleich ihre eigene Ideologie, virtuell ohnmächtig. So undurchdringlich der Bann, er ist nur ein Bann. Soll Soziologie anstatt bloß Agenturen und Interessenten willkommene Informationen zu liefern, etwas von dem erfüllen, um dessen Willen sie einmal konzipiert ward, so ist es an ihr, mit Mitteln, die nicht selber dem universalen Fetischcharakter erliegen, das ihre, sei's noch so bescheidene, beizutragen, dass der Bann sich löse.